Hey Leute, hier ist Anne. Ich bin jetzt gerade dabei, mein Bento vorzubereiten, weil ich gleich in die Uni gehe. Und weil einige von euch da relativ interessiert waren, habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal, was ich da so reinmache. Und hier sieht man jetzt schon, da kocht gerade mein Reis und da sind alle die anderen Sachen, die ich so brauche. Auf jeden Fall stelle ich jetzt gleich die Kamera auf und dann werde ich das einfach filmen und hinterher so ein bisschen Voice-Over drüber machen. Und ja, viel Spaß damit! Als erstes fange ich an, Gemüse für die Dekoration vorzubereiten. Dafür schneide ich zunächst ein paar Scheiben einer Mohrrübe ab. Und dann nehme ich mir meine Ausstechform zur Hand. Da hätten wir zum Beispiel ein Herz, ein Stern, Häschen und viele, viele andere. Und dann steche ich aus der Mohrrübe einfach die Form aus, die mir gerade gefallen. Manchmal steche ich auch aus einer großen Form eine kleinere Form aus, um dann das entstandene Loch später mit einem anderen Gemüse zu füllen. Aber ihr werdet dann später verstehen, was ich meine. Dann wiederhole ich das Ganze mit einer Gurke und fülle vor allem die vorbereiteten Löcher in der Mohrrübe aus. Als nächstes nehme ich meine Tomate und fange an, diese im Zickzack aufzuschneiden. Das sieht dann ungefähr so aus. Danach kann ich sie einfach auseinandernehmen und habe dann sowas wie zwei Tomatenkränze. Währenddessen habe ich übrigens Brokkoli gekocht, der jetzt fertig ist. Als nächstes nehme ich mir ein paar Fleischbällchen zur Hand. In Japan gibt es viele extra für Bento ausgelegte Waren, die man einfach kurz in die Mikrowelle steckt und dann kann man sie direkt in die Bento-Box packen. Dann fange ich an, so langsam mein Bento zu sortieren und zu dekorieren. Ich lege eine kleine Papierform in mein Bento hinein, packe dort den Brokkoli hinein und lege noch ein paar Dekorationen dazu. Dann packe ich einen Abtrenner dazwischen und lege ein weiteres Förmchen in die Box. Die Papierförmchen erleichtern übrigens das Saubermachen und verhindern, dass irgendwas ausläuft. Danach mache ich das gleiche mit dem Fleischbällchen. Ich habe dann noch ein drittes Fleischbällchen in die Mikrowelle gepackt, weil da noch Platz war. Danach schaue ich dann weiter, was wo wie reinpasst und irgendwie süß aussieht. Ein kleiner Tipp für die Tomaten. Legt einfach ein paar Scheiben Gurke darunter und schon liegen die Tomaten ein bisschen weiter oben und versinken nicht in eurer Box. Neben dem Fleischbällchen kommt dann am Ende noch etwas Reis, so viel wie ihm reinpasst. Der wird natürlich auch noch dekoriert. Und dann kommen noch ein paar Spieße in das Bento, die einerseits das Essen erleichtern und nebenbei dem Bento noch den letzten Touch geben. Zu guter Letzt werfe ich noch einen kritischen Blick auf das Gesamtbild. Am Ende kommt die Decke oben drauf und das Bento wird eingepackt. So, ich habe jetzt alles aufgeräumt. Hier ist mein Bento, das werde ich jetzt einpacken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.